doch die Kamera wieder. Angefasst, da fängt die an zu wackeln. Hatte ich jetzt schon das eine oder andere Buch vorgestellt und hochgeladen? Nee, glaube ich nicht. Aber ich wollte eigentlich auch kein Buch mehr vorstellen. Wie ist es denn mit Türkisch, Leute? Kann jemand von euch Türkisch? Kann mir einer übersetzen? Ich habe auch noch so ein polnisches Übersetzungsding. Und Italienisch wollte ich auch mal lernen, Leute. Aber ich kann euch mal sagen. Warte mal. Was wollte ich denn hier? Schaum. Auf Türkisch. Köpük. Köpük. Ist das richtig gesprochen? Oder Köpük? Köpük. Oder das kann man auch... Ja, Hund heißt auch fast Hund. Hund wird fast genauso gesprochen wie... Oh, warte mal. Wie Schaum. Aber ich finde jetzt den Hund nicht. Hallo. Hier? Nee. Huhn. Huhn. Tavuk. Nee, Zoll. Wie wird das gesprochen? Verstammt. Hund. Köpek. Köpük oder Köpük? Köpük. Schaum. Köpek. Hund. Türkisch. Ach. Naja, gut. Hören wir auf mit Türkisch, sprechen wir doch lieber Deutsch. Aber. Uno stret. Ah, ist ein bisschen italienisch. Ja. What's your name? Richtig? Oh, my name is Anja. Ja. Ich kann ein bisschen Englisch. Ich hoffe, das war richtig. Naja, egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr geht auch nicht. Jetzt habe ich meine Grundschule gelernt. Ja, irgendwann habe ich gedacht, für was braucht man diese Sprache? Nee, war nicht gut meine Schule mit Englisch. Ich bleib bei Deutsch, Leute. Also, was gibt's denn Gutes? Außer man tut es. Achso. Das könnte ich ja im anderen Video machen. Weil mich hat es ja auch gerade gefuchst. Nicht gefuchst, sondern mich hat es gerade wieder mal beschäftigt. Warte mal. Weil ich habe ja letztens von der Hebamme geträumt, ne, die durch ganz Deutschland jetzt die einzige Hebamme ist, als Hebamme, die da arbeitet. Nein, nein, das war Gott sei Dank ein Traum. Ja, und ich habe auch mit ihr gesprochen. Also ich habe ihr das geschrieben bei Facebook, ob sie sich das vorstellen kann, als einzigste Hebamme in Deutschland zu arbeiten. Nein, nein, also es gibt ja noch ein paar Hebammen, die kämpfen um ihr berufliches Überleben. Ja, yeah. Das ist schon mal gut. Also habe mich mit der Schwangerschaft und der Hebammenausbildung befasst. Also das Hebammenausbildungsbuch habe ich in meinem Schlafzimmer liegen, das hole ich jetzt nicht. Jetzt muss ich das Video kurz unterbrechen, da habe ich keine Lust drauf, aber ich habe hier ein anderes Video. Schwangerschaft und Geburt. Das habe ich mir doch letztes Jahr in der ersten, zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft gekauft, ja. Und eigentlich wollte ich mir noch mehr kaufen. Aber das Beste ist, dieses Buch, ne Leute, das ist von 1980. Warte mal, erste Ausgabe, ja. 1980. Ich fand das eigentlich ganz interessant, aber 1980, echt voll. 1980, ja ehrlich, das ist voll alt, noch nicht mal richtig überarbeitet, ne? Aber ich fand die Bilder ganz nett. Also ich kann ja sagen, als Kind, ich glaube, das als Kind hatte ich das, weiß ich nicht, ob meine Mutter das auch hatte als Kind. Also ich meine jetzt, wo ich Kind war, ne?
Ich glaube, ich konnte mich ein bisschen so erinnern. Denn ich habe mich nämlich, ich habe gedacht, ey, die Bilder sind cool, finde ich. So ein paar Bilder. Also ich werde jetzt nicht die ganzen komischen Frauenbilder hier ein Dings, aber ich fand die Fotografien ehrlich interessant. Wisst ihr warum? Das ist ja voll alt, das Buch. Und wie die Leute da früher aussahen, ne? Also überhaupt alles anhatten. Und wie die Fotos alle so waren, ne? 1980, das kann ich euch sagen. Das sieht ja wohl interessant aus. Warte mal. Hier, das Baby. Das ist natürlich, das kann man jetzt auch, ich sag mal, das kann man auch von heute so sehen, ne? Baby, wenn da noch keiner was anhatte und so, ne? Sieht ja so aus wie ein normales Baby, wie heute, ne? Aber die anderen Bilder, wo ich dann gedacht habe, ne, was die Leute so anhaben oder für eine Hornbrille da, das kann man jetzt nicht sehen, glaube ich, der Vater da, wenn das der Vater war von dem Baby, ne, so eine richtige Hornbrille und so weiter. Also, ehrlich, da sind Bilder drin, dann denkst du dir. Und auch so Stellung, also ich meine jetzt die Schwangerschaftsgymnastik, die hat sich ja auch ein bisschen verändert, denke ich, ne? Also, und überhaupt, ne? Ja. So interessante Bilder sind da drin, muss ich mal sagen. Warte mal. Vielleicht kann ich noch eins zeigen hier. Das ist Schwarz-Weiß-Bild, ne? Das könnte man auch sagen, es könnte von diesem Jahrhundert sein. Etwas zumindest, ne? Aber das eine da ist echt scharf, so. Also ich habe mich halt damit befasst, ja? Weil ich ja so komische Sachen hatte in meinem Bauch. Und da habe ich gedacht, ach, vielleicht werde ich demnächst Hebamme. Aber das ist der Beruf, Leute, der ist echt schwierig, sage ich euch. Nicht nur, ich meine nicht schwierig, sondern natürlich derjenige, der es machen möchte und sich ausbilden lassen möchte und das Wissen oder überhaupt das Können auch hat, ja, oder überhaupt das Herz dafür, ja, für so eine Hebammenausbildung, da kann ich nur sagen, Hut ab und macht es, ja, kein Problem. Aber ich habe darüber nachgedacht gehabt, gestern Abend, wirklich so. Nicht nur wegen, also ich meine jetzt nicht, ich bin ja ein bisschen unter, also brauchst ja erstmal Abitur, ne, Realabschluss, Abitur oder halt, Abitur denke ich sowieso. Oder du brauchst halt noch eine Vorausbildung und dann noch irgendwie was, keine Ahnung, auf jeden Fall medizinische Sachen irgendwie so ausbildungsmäßig, ne? Ah, habe ich mir halt Kopf gemacht, ne? Hab mir das Hebammen-Ausbildungsbuch angeguckt. Oh, wartet mal. Ich muss mal gucken, ob ich das ein bisschen anders hinstelle. So. Irgendwie ist das immer noch schief, komisch. Na, ist egal, ich kann nicht ändern, Kerl. Ich habe keinen Stativ, Ständer. Nee, ich wollte eigentlich erzählen, dass ich mir das Buch da angeguckt habe, ne? Und ein bisschen durchgelesen. Also, mir ist das Buch weggefallen hier. Ich habe mir das halt durchgelesen. Also so ein paar Bilder angeguckt und durchgelesen. Und habe gedacht, meine Herren, das ist ja fast schlimmer als die innere Medizin. Na gut, die innere Medizin ist auch sehr schlimm, wenn man da einzelne Organe durchnimmt. Weil ich habe ja auch Krankenpflege und Gesundheitspflege gelernt, ne? So ein bisschen abschweifen. Ne, da hatte ich ja auch schon so richtig interessante Prüfungsthemen und überhaupt Sachen, die ich so gelernt habe und in den Kopf reingehaut habe für die Familienpflege, wo ich dann gedacht habe, wo ich das Buch in der Hand hatte von der Hebamme, habe ich gedacht, nee, ich glaube, das tue ich mir nicht an, das ist mir zu viel. Oh, jetzt fällt mir schon die Brille ab. Hau ich mir die Brille schon vor dem Kopf, nur wegen dieser Hebammenausbildung. Nee, ich habe dann irgendwie Gefühl gehabt, nee, das passt doch nicht zu mir. Also ich glaube, ich nehme lieber einfachere Jobs gern. Ich glaube, das wäre auch vielleicht für mich, also, nee, ich bin da, glaube ich, zu sensibel für. Nein, das kann ich mir nicht antun. Und aber ich fand es schon spannend, ne, Leute, ich habe da schon ein bisschen durchgelesen. Aber ich habe mir echt gedacht, wenn du das jetzt noch lernen möchtest, musst du einiges auswendig lernen. Nicht nur auswendig lernen, sondern überhaupt lernen. Ach, das ist alles so schwierig. Ich habe so Prüfungsangst auch noch. Und immer so, nee, ich glaube, ich lasse das sein mit irgendwelchen Ausbildungen. Ich habe ja auch überlegt, ob ich noch eine Ausbildung zu Krankenpflegerin und Altenpflegerin mache, ja. Vor ein paar Jahren. Aber seitdem ich dann halt, also nicht seitdem, sondern letztes Jahr und auch dieses Jahr, wo ich dann zwischendurch nochmal in der Pflege, als Pflegehelferin gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, nee,
Leute, es ist einfach zu schwer, diese ganzen Sachen, ja, nicht nur so schwer, sondern es ist so schade, dass die Gerätschaft, die ein Mensch braucht, wenn er halt mit seiner Mobilität zurückfällt, wegen, was weiß ich, für Krankheiten, das ist alles immer möglich, ja, dass diese ganzen Anträge für diese Gerätschaften, ob Lifter, Rollstuhl, Krücken, keine Ahnung, alles Mögliche, ja, das dauert immer so lange und dann ist das, ich finde das echt nicht nur unwürdig, sondern einfach unfassbar irgendwie, weil die Pfleger und die Angehörigen, die leiden dadurch natürlich auch, ne, also ehrlich, das ist sowas Anstrengendes, wenn man dann eine Person, die dann gerade, egal ob das jetzt schleichende Unmobilität ist oder ob das wegen Unfall oder weil derjenige so gestürzt ist oder sonst was, so schwer, dass er nicht mehr aufstehen kann oder was auch immer passiert ist oder sich sogar ein Bein gebrochen hat oder was weiß ich, ja, dass dadurch sogar die Pfleger und die Angehörigen oder so, dadurch natürlich auch Schäden an sich bekommen, weil, ja, egal wie man jetzt wen versucht zu tragen oder zu heben oder zu mobilisieren, Leute, das ist ehrlich anstrengend, das kann ich euch sagen. Und das geht wirklich im Rücken. Ich habe das ein paar Mal gemacht und besser gesagt, ich habe das einige Jahre auch gemacht. Es gibt dafür auch Sachen, die wie Kinästhetik, ja, wenn das jemanden was sagt, das ist auch wirklich gut, das, aber das wird auch selten oder in vielen Bereichen, besser gesagt Häusern, weniger angewendet, weil das natürlich auch Ausbildungskosten sind und ja, es ist halt, ich finde, das ist einfach alles zu anstrengend, Leute, das ist mir auch, nee. Mir hat das, ich habe es probiert, ich habe es wirklich gemacht und wenn man auch, genauso wie wenn die Betten zum Beispiel, wenn es keine richtigen Pflegebetten gibt oder Pflegebetten, die so alt sind, dass sie nicht mal so einstellbar sind, dass sie der Höhe nicht entsprechend sind, dass man vernünftig arbeiten kann daran, dass man eigentlich noch immer noch in bückender Haltung den Patienten oder den Bewohner verpflegt, versorgt, ja. Und dadurch halt, also ich hatte wirklich, ich habe leider das Kreuzbein hat bei mir gesagt, nein, stopp, geht nicht mehr. Ich habe mich so ein paar Mal verdreht, verhoben, keine Ahnung. Ich konnte machen, was ich will. Ja, und es gab nur, glaube ich, ein oder zwei Lifter auf der Station oder besser gesagt auf den Stationen, wo ich gearbeitet habe, ja, dieses Jahr. Und wenn dann der eine oder andere Lifter, besser gesagt, eigentlich ein Lifter war das nur, ich kann mich nur erinnern, ein Lifter. Und wenn dieser dann nicht aufgeladen ist, ja, Leute, und du hast oder sollst mit diesem Lifter noch ein oder zwei, via drei Personen befördern, dann musst du das halt mit deinen Kräften machen. Und das ist ehrlich, das ist mir so anstrengend, weil da möchte ich also auch weniger darüber erzählen weiter. Es ist einfach nur, ich finde es einfach nur traurig, traurig, dass es einfach so ist, dass, egal, ich, das kann man sich, nee, keiner kann sich davon frei sprechen, dass es irgendeinem irgendwann mal schlecht geht und der einfach nicht mehr aufstehen kann oder sich nicht mehr richtig bewegen kann, weshalb auch immer, ja, oder einfach stürzt, ja, und, dass dann dieses Personal oder dieser Pfleger, Pflegerin, was weiß ich, oder Angehörigen, es machen ja auch viele Angehörigen, ne? Also Angehörige, die dann zu Hause ihre, ja, Familien, anderen Angehörigen, also, ne? Ihre Familienmitglieder, oder ein Mitglied, ganz drauf an, versorgen und das ist alles, boah. Wer das macht, ehrlich, Leute, Respekt. Respekt an denen und ich weiß, wie es aussieht in den Häusern, in den mobilen Diensten und den Leuten, die das machen und wie oft der eine oder andere wegen Rücken oder Bandscheibe oder was auch immer dann außer Betrieb sozusagen sind. Das
Ja, da können wir Bücher von schreiben, Leute. Und das ist echt heftig. Und ich finde es auch sehr, ich sag einfach jetzt meine Meinung, ich finde es sehr schade, dass es einfach so ist, wie es ist und dass da wenig gemacht wird, dass da wenig für eingesetzt wird via Krankenkasse oder überhaupt Politik oder Gelder und keine Ahnung, wie auch immer. Puh, mehr wollte ich jetzt auch nicht dazu sagen, das kam halt gerade irgendwie über mir. Weil nicht nur wegen, weil ich Rückenschmerzen habe. Nein, das ist, ich habe das Rückenschmerzen habe ich nicht wegen deswegen. Ich habe ja gerade gar nicht gearbeitet, aber es kam halt gerade so, weil ich ja über so weiteren Beruf nachgedacht habe, glaube ich, oder Ausbildung halt. Das war eigentlich so Thema wie Hebammenausbildung oder anderen Beruf und keine Ahnung oder den Beruf, den ich schon gemacht habe oder keine Ahnung. Ich kann euch nur sagen, ich mache erstmal meine Reha und dann schaue ich, wo mein Weg weiterhin geht, auch beruflich oder privat. Privat denke ich, dass ich eine andere Wohnung finden werde demnächst und dass ich mir noch wieder schön einrichte und dass ich nach dem Umzug und Wohnung finden, dass ich danach dann auch ja, meine Berufung oder meinen Beruf, meine Arbeit finde, die zu mir passt, die ich da machen werden kann, die mir Spaß macht und wo ich weniger Rückenleiden habe, hoffe ich. Ja, man kann es ja auch kaum voraussehen, was kommt. Aber ich habe gedacht, ich erzähle euch das auch mal gerade so, weil ich gerade irgendwie so wieder im Fluss war, so irgendwie im Redefluss, im Gedankenfluss, im Mich-Mitteilen-Fluss, in ja, meine Meinung abgeben zu Themen und meine Gedanken teilen. Ja, also so viel dazu. Wie immer wünsche ich euch eine schöne Zeit und ja, das war's dann wohl heute für heute. Und bis zum nächsten Video. Und wer weiß, was, wann es kommt, wie es kommt. Vielleicht quatsche ich jetzt doch noch ein bisschen mehr. Oder zeige euch mehr oder sag euch mal. Keine Ahnung. Ich lasse es einfach fließen. Ja, ich lasse einfach laufen und freue mich irgendwie darüber, weil es mir ja so gut geht. Gerade es geht mir wieder so gut. Ja. Yeah. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Ciao. Yeah.